Und damit herzlich willkommen zurück zu Burnout Paradise. Wie auch immer ich da gerade kaputt gegangen bin. Es könnte jetzt problematisch sein, weil es könnte ein kritischer sein. Ich meine aber, ich habe noch einen. Ja, ich habe noch einen. Okay, Ehre. So, das heißt, der nächste ist ein kritischer. Junge, fick dich, Spiel, Alter. Ich kann gleich die Aufnahme wegwerfen. Ich sehe das schon kommen. Warte mal, es ist immer noch nicht kritisch. Also ich steuere jetzt auf jeden Fall die nächste Werkstatt an, weil meiner Meinung nach hätte das kritisch sein müssen. Ich kann übrigens gerade überhaupt nichts tun, ne? Also nicht lenken, gar nicht. Das war mehr Lack als Verstand. So, ich habe übrigens gerade keine Musik an, ich weiß. Der fragt übrigens einfach nicht. Also, der will nicht. Das dürfte jetzt aber letzter sein. Das ist schlecht, weil ich keine Ahnung, wo hier einer ist. Junge, der nächste ist ja am Arsch der Heide, ey. Gut. Ich muss ja eigentlich auch nur noch einen machen, aber hier sind halt gerade auch keine Autos, die zerstörbar sind für mich. So, danke, meine Fresse, ey. Fick Dreckspiel. Danke. Ziel erreicht. So, jetzt mache ich mal Musik an hier. Alter, war übrigens First Try nach dem. Nach dem Dingens. Nach dem Part. So. Jetzt fahren wir zum nächsten Schrottplatz. Der ist da. Der wird mir natürlich nicht auf Karte angezeigt gerade, weil schlechtes Spiel. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber es wird sich wohl zwischen Chambry, Uphill, West Crawford und Newton Drive entscheiden. Oh, mein Favorit? South Mountain Drive. DJ Atomica, Crash FM. Mensch. Junge, lenk doch halt überhaupt nicht, Alter. Das Auto spielt nicht mehr. Das ist hier komplett zum Kotzen, ey. Hat aber gar keinen Spaß zu fahren. Das fährt halt wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Also die einzige Möglichkeit... Ich lenke übrigens nicht nach links, ne? Also die einzige Möglichkeit, mit dem Auto überhaupt zu lenken, ist Handbremse eigentlich. So, dann muss ich gleich irgendwo nochmal links. Nee, nochmal rechts. Meine Fresse, ey. Fahr. So. Guten Tag. Kannst du dich ficken spielen? Danke. Moment. Wir haben das letzte Mal mit dem gemacht. Jetzt können wir das mit dem hier machen. Mit dem Hyperion. Mit dem Montgomery Hyperion. Guten Tag. Hübsches Auto, muss ich sagen. Okay. Hoch und rechts. Junge, lenkt der direkt, ey. Also zumindest jetzt so auf den ersten Blick lenkt der echt gut. Hat mein Lieblings-Nitro. Das normale. Oder von mir aus auch Boost, schimpft's, wie ihr es wollt. Ist mir eigentlich egal. So. Danach wechseln wir, würde ich sagen, auf mein Standardauto. Oder wir machen Rennen. Dazu wäre natürlich der neue Hot Rod vielleicht ganz gut. Der ist echt schnell. Phase zum Country Club im Nordwesten. Machen wir. Das ist ja auch nicht so weit. Das ist eigentlich Seitenstraße so halb rechts und dann sind wir fast da. Gut, let's go. Okay, wir starten nicht in die Richtung, wo ich gedacht habe, dass wir starten. Gutes Spiel. Ich verstehe manchmal einfach nicht, in welche Richtung mein Spiel startet. Lass mich raten, der will hier gleich links. Erwarte ich zumindest irgendwie. Nö, scheinbar nicht. Ich wollte gerade sagen, außer das Spiel ist dumm und will einem wieder eine andere Strecke geben. Aber ausnahmsweise mal nicht. Das Spiel scheint smart zu sein. Und will, will Zucker einfach nur geradeaus und dann am Ende rechts. Ja, will das wirklich, nice. Habe ich jetzt nicht erwartet. Das war keine Straße. Der kommt aber extrem gut wieder los, Alter. Gefällt mir. Also der ist vom Handling her cool. Der wird halt wahrscheinlich nicht schnell genug sein, um aktuell irgendwas reißen zu können. Und wahrscheinlich ist er auch komplett instabil, das habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Mag dich als Driftkurve tatsächlich sehr gerne. Du hast gewonnen. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich hatte übrigens. So, das sind schon mal zwei Rennen, diesen Part. Wir sind jetzt bei 5 Minuten. Im letzten Part habe ich auch zwei Rennen gemacht, in 18 Minuten oder so. Der Montgomery Hyperion Rattler ist der aktuelle Neuzugang. An Zweifeln, dass er sich so anhören würde. Ja, danke. Jetzt verpiss dich. Ich glaube, der hier kann sich auch richtig gut zur Distanz machen. Aua. Oh, ey. Ja, ich zweifle an, dass das der nächste Schrottplatz ist. Ich fahre einfach wieder zu dem. Also beim Braunen links und dann beim Gelben wieder rechts. Let's go. Und es ist nicht links beim Braunen, sondern rechts beim Braunen. Aber nein. Links, rechts, schminks, mechts. Ne? Wegen des Gemächts und so. Auto. Okay. Das war gerade alles nicht so schön, muss ich sagen. Ach doch, hier beim Braunen links. Da war ich, ne? Ich finde auch gut, dass die ganzen Straßen Namen haben. Legitim. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand jemals gemerkt hat. Ich glaube, dass das. Okay, fahren bloß nicht wieder los. Ich glaube, dass das Spiel eine. Junge! Die NPCs sind wirklich zum Kotzen, Alter. Der einfach da geblieben wäre, wo er war, wäre das so entspannt gewesen. So, hier ein Dach. Ich möchte eigentlich. Aua. Aua. Eigentlich jetzt ein Yellowdes machen. Und das würde ich eigentlich ganz gerne mit unserem machen. Also beim Standard-Auto. Meine Fresse, ey. Bin ein bisschen müde, muss ich zugeben. Aber ich muss noch relativ viel heute aufnehmen. Ich bin nämlich über nächstes Wochenende weg. Also, nein, ich bin nächstes Wochenende nämlich weg. Warte mal, der hält viel mehr aus. Es ist viel smarter, den zu nehmen. Weil dem eigentlich alles egal ist. Der muss ja gerade nicht gut fahren. Sondern einfach nur viel aushalten. Und theoretisch zumindest hält er viel aus. Ich meine halt nicht. Ja, wobei, weiß ich nicht. Ey, wir machen das da, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ich muss mir irgendwann mal eine Interactive Map aufmachen. Oder besser gesagt, einfach nur eine Map. Ich weiß nicht mal, ob es für das Spiel eine Interactive Map gibt. Eine Map soll es auf jeden Fall geben. Und gucken, welche Rennen ich noch nicht entdeckt habe. Weil wir müssen irgendwie noch 30 Rennen machen und ich habe fast keine mehr auf der Karte. Oh, nö. Das ist ja am Arsch der Heide, Bruder. Ich habe fast keine Rennen mehr, halt normale. Ich habe halt nur noch die Hot Rats. Hot Runs wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Hot Labs? Nee. Bin mir nicht sicher. Ist rechts, oder? Ja, okay. So, weg mit dir. Ich finde gut, dass wir alle einen Heckantrieb haben. Klassische Schmutz-Ami-Karren halt. Ich weiß gar nicht, ob die Amis überhaupt viel mit Allrad gebaut haben. Also ich glaube halt so diese nutzlosen Suffs und Jeeps und so. Klar, alles was halt Offroad für die ist oder halt so ein Suburban-Ding. Er wird wahrscheinlich Allrad haben. Ich weiß nicht, ob das hier klug ist. Aber ich akzeptiere das einfach mal. Okay, Bruder. Er takedown mich und seinen Mate. Würde ich auch hassen an seinem Mates Stelle. Anstelle seines Mates. So, meine Fresse, Alter. Okay, Bruder, lenk halt nicht nach rechts. Also so gar nicht. Sehr ärgerlich. Ich glaube, hier oben ist auch nichts zum Reparieren, leider. Jetzt bin ich natürlich in der unteren Röhre, in der mir Gegenverkehr entgegenkommt. Das heißt, ich habe gedacht, das war's. Bin ich early? Na, guten Tag. Das war auch alles schon wieder viel zu knapp. Aber hier oben ist halt gar nichts zum Reparieren, ne? Also legitim so minus 10. Das ist natürlich ein bisschen räudig. Junge! Wo
Auto lenkt gar nicht. Und das war jetzt nicht gerade das Problem, dass mich gerammt wurde. Und kritisch. Oh ne, ich bin noch nicht mal kritisch, Alter. Hält der Wagen einen mehr aus? Also ich glaube, das hätte ich sogar geschafft ohne, also wenn ich jetzt kritisch gewesen wäre. Ja, hätte ich geschafft. Okay, Ehre. Gut, dann müssen wir jetzt wieder in die Stadt fahren. Das dritte Rennen in diesem Part gewesen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir fahren zurück. Da das ja offensichtlich der schnellste Weg ist, fahren wir auch hier rum zurück, würde ich sagen. Und dann snacken wir uns auf dem Schrottplatz. Ich wollte gerade sagen. Mal ein anderes Auto, nämlich einen von den leichten Springdingern. Und dann mache ich nochmal eben. Vor allem mal eben. Stunts. Und wenn das nicht gut läuft, fange ich den nächsten Part mit dem geschafften Stuntrennen an. Diese Abkürzungen sind so Schmutz, Alter. Fange ich den nächsten Part mit dem geschafften Stuntrennen an und mach das so wie diesen Part, dass ich danach wieder die das Auto tausche und ich habe wirklich vergessen, wie sie heißen. Burning Root? Burning Root heißen sie, glaube ich. Brauche gar keine Achtung. Eine Burning Root mache. Das ist übrigens alles nach rechts, was geht, ne? Also, das alles nach rechts, was geht. Ist nicht so, dass ich irgendwie mehr rechts wollen will. Nein, nein. Rechts schmeckt, sage ich immer, nicht wahr? Wer von uns nicht? Genau. Mit ein bisschen Bremse geht's besser. Aber auch nicht immer. Halt auch nur, wenn das Auto Bock hat. Zeitrekord überboten. Ich hab's ja nicht mal probiert, Bruder. Aber schön. Gefällt mir, also teilweise. Wo muss ich hin? Nächste rechts. So. Jetzt zum Schrottplatz. Dafür muss ich da vorne gleich nochmal links. Dass ich das überlebe, ist halt auch einfach frech. Verpiss dich! So, dann wächst du hier auf einen kleinen schnellen, wahrscheinlich auf meinen erspielten. Den einzigen erspielten, den ich bisher, glaube ich, gespielt habe. Müsste so sein, ja. Nämlich. Nicht den Hyperion. Den hier. Nee, den hier. Den Roadster. Gut, 48 von 75 Fahrzeugen haben wir inzwischen. Das heißt, uns fehlen irgendwie noch 17 Fahrzeuge? Habe ich das gerade richtig überschlagen? Ne, 27, ne? Ich bin da dumm. Sorry, ich bin da absolut lost. Das da unten, okay. Links und dann beim Blauen wieder rechts. Glaube ich. Ja, doch, müsste rechts sein. Ich habe jetzt nicht so eine ganz schlimme Links-Rechts-Schwäche, so wie Niki. Grüße gehen raus an Niki, falls das jemand sieht. Aber schon so ein bisschen. Aber ich habe allgemein einfach eine Gehirnschwäche, von daher passt das schon. Mit so einem Auto hier würde ich halt nicht unbedingt so ein rotes machen, also so ein gelbes und ein rotes, so. Ja, danke. Ich möchte wirklich nicht in die Richtung eigentlich übrigens. Okay, halt halt an, ne? Also park hier erstmal bitte. Würde ich erstmal sagen. So, dann möchte ich hier gleich eigentlich einmal rechts durch. Okay, wollte ich nicht, gut. Ich dachte, hier wäre eine Rampe. Aber offensichtlich habe ich das verwechselt. Schade. Dafür habe ich keinen. Doch, Werbetafel. Okay, ich wollte mich gerade beschweren, Alter. Dass ich dafür keine Werbetafel gekriegt habe. Wäre die absolute Frechheit gewesen. Was mache ich denn jetzt mal? Ein Flatspin würde ich auch gerne mal irgendwo machen. Ich glaube, ein Flatspin kann ich ja theoretisch. Das war ganz schön knapp, Alter.
auch bei mir auf der Brücke da machen, ne? Ich sag ja immer bei mir, weil das mein Lieblingsort da ist. Um irgendwas zu tun an Stunts. Und jetzt können wir ja gerade 400 Punkte holen, okay. Das möchte ich niemals mit dem zweiten eigentlich machen. Natürlich kommt dann genau da einer. Gut, wir machen das nochmal. Schade. 29.000 Punkte, kannst halt auch einfach gleich aufhören. Ich verstehe legitim nicht, warum die Rennen so gemacht haben. Die machen halt so überhaupt keinen Spaß. So, wenn du halt einfach überziehen musst, um die Punkte zu schaffen, dann ist das schon mal kein gutes Design. Alter, bitte. Ich dachte immer, schwarze Autos gibt es gar nicht. Nur die Ruhe, Junge. Das war ein Witz. Mann, bist du witzig, Alter. Ha, ha. Lange nicht so gelacht, Schwester. Lange nicht so gelacht. Schwester vor allem. Das ist ein. Nee, das ist ein. Das ist eine Vergewaltigung, dass wir in kein Auto, was wir klauen können. Wie gesagt, wenn ich mit euch rumfahre, sehe ich eigentlich nie die Autos, die man. Okay, Bruder? Sehe ich eigentlich nie die Autos, die man kaputt fahren kann. Und sobald ich 5 Minuten alleine unterwegs bin, sind 25 Autos gesehen. Die sind nicht Krieger. Ja, also ich weiß nicht, wer sich überlegt hat, so eine Minute ja reicht ja, um irgendwie 800 Millionen Punkte zu machen. Nee, eigentlich überhaupt nicht, Schwesterchen, eigentlich überhaupt nicht. Aber Mai, wer bin ich schon, das zu entscheiden als ein Spieler? Ja, muss ja nicht dem Spieler Spaß machen. Ich muss sagen, an Spaß mangelt es im Spiel schon enorm. Also ich möchte es eigentlich nur noch fertig kriegen, deshalb mache ich es noch. Ansonsten, wenn ich privat spielen würde, hätte ich wahrscheinlich schon aufgehört. Und ich quäle mich mit sowas wie Forza, ja. Das macht halt irgendwie, seitdem ich das erste Mal durchgespielt habe, keinen Spaß mehr. Eigentlich erforsche mich. Also, ja, eigentlich erforsche mich. 50.000 Punkte in einer Minute schaffst du eh nicht. Also, das ist nicht möglich, würde ich behaupten. Also, wahrscheinlich schon, wenn du irgendwie die perfekte Stelle kennst. Aber ich glaube, selbst dann nicht. Nee, da kann ich auch nicht hochspringen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. So, hier vorne muss ich jetzt links, genau. Dann muss ich hier rüber. Da habe ich 2 gekriegt, sehr schön. Dann würde ich gern hier mal links fahren. Den Scheiß hier mitnehmen. Und geh kaputt. Ehre. Oh, ist das spaßig, dieses Spiel. Oh, wie schön. Lecker Schmecker. Oh, tolles Spiel, ja. Leckam Zückrali. Schoßlässig. Ja, das ist nice. Drecksspiel. Also von mir aus geben wir 5 Minuten oder so. Das ist dann ja wenigstens irgendwo sinnvoll und realistisch. Da kann man ja Barrel Rolls oder so vielleicht auch mal machen. Weil Barrel Rolls funktionieren halt echt selten. Und wenn man die macht, kann man die halt nur in der ersten Minute machen, beziehungsweise in den ersten 30 Sekunden, weil wenn du kaputt gehst, hast du halt irgendwie noch, ne, kannst halt 25 Minuten lang nichts machen. Jetzt hätte ich natürlich nur einen Flatspin machen können. So, sehr schön. Dann springe ich jetzt nochmal über die mittlere drüber, versuche nochmal das hintere Plakat kaputt zu machen. Also das heißt versuche, ich mache es aber nochmal kaputt. Ich glaube beim Raufspringen Flitzpin ist auch gar nicht mal so blöd. So, jetzt möchte ich hier lang und dann hier weg. Ja, schon mal ein 14-fachen Multiplikator, würde ich sagen. So, dann wollen wir jetzt mal einen Flatspin auf die scheiß Plattform drauf machen. Das gibt hoffentlich nochmal Punkte. Da dürfte auch inzwischen hier der scheiß Respawn sein. Was soll ich denn jetzt wiederholen? Die 10 Sekunden Sprung? Bin noch nicht mal bei 300.000. Ah doch, bei 300.000 bin ich. Okay.
So. Okay, Bruder, da wollte ich eigentlich... Das war überhaupt nichts, Alter. Das war nicht gut. Bin ich ehrlich. Hier in Flatspin ist halt echt gefährlich, weil du halt nie weißt, wie du aufkommst. Okay, wir sind schon mal bei 16-fach. Das ist schon mal ganz okay. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt hier nochmal Punkte kriege, weil wir wahrscheinlich zu... Ja, genau. Dann versuche ich jetzt nochmal oben drauf zu kommen mit dem Flatspin. Ich glaube, Flatspin ist gerade, wir haben es eh schon geschafft. Gerade unsere beste Möglichkeit. Wir haben jetzt auch den Part beendet. Also ich versuche jetzt nochmal einen Flatspin. Was? Kein Flatspin? Fuck you, Bruder. Und natürlich falle ich da so halb drauf und bin kaputt. Selbstverständlich, ist ja ganz logisch. Das haben wir geschafft, irgendwie 600.000. Junge, das habe ich ganz gut geschätzt mit 600.000 Punkten, würde ich sagen. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, 4 Rennen geschafft oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.